gesetzt. Warum? Wir haben Gesetze gesetzt. Und jetzt kommen wir wieder an meinen zentralen Punkt. Die Wirtschaft und die Politik sind zu nah zusammen. Es geht nicht anders. Wir müssen dieses Ding auseinanderkriegen. Wir müssen das trennen. Nein, das ist nicht das eine, das ist der Anfang. Und der andere Anfang, es gibt diesen Anfang, Trennung zwischen Wirtschaft und Politik. Das ist eine Notwendigkeit, ein Grundpfeiler für eine Zukunft. Der andere Grundpfeiler ist, dass wir den Menschen von Anfang an in seiner Würde ernst nehmen und Entscheidungen für die Allgemeinheit treffen. Das fängt damit an, dass wir sagen, ich verbiete nicht Abtreibung, aber ich helfe denen, die in eine Konfliktsituation kommen. Ich stelle jede Frau, die schwanger wird, wirtschaftlich unabhängig. Und dann gibt es das. Für die Familienstärkung gibt es das Erziehungsgehalt. Einzelne Frau, lassen Sie mich jetzt ausreden, die einzelne Frau wird dahingehend gestärkt, dass sie sagt, sie ist finanziell erstmal unabhängig. Sie hat ein sozialversicherungspflichtiges Gehalt. Das heißt, sie kann A, frei entscheiden, was sie mit dem Geld macht. Sie kann nämlich, wenn sie gut verdient und sagt, sie will wieder in den Beruf, Geld nutzen, um dann die Krippe zu zahlen, die wir im Moment alle mit ca. 1.000 pro Platz subventionieren aus Steuermitteln. Sie kann aber sagen, sie bleibt daheim, sie ist finanziell unabhängig. Warum? Weil das Familienministerium eine Unterabteilung vom Wirtschaftsministerium geworden ist. Eigentlich müsste das Familienministerium, um eine gesunde Gesellschaft, um eine zukunftsfähige Gesellschaft zu finden, müsste das Familienministerium das Entscheidende sein. Und danach, als Unterabteilung, darf das Wirtschaftsministerium kommen. Wenn ich nach Berlin käme, würde ich am liebsten Bundesfamilienminister werden. Dafür stehe ich. Ich stehe für eine zukunftsfähige Politik. Ohne jetzt auf einzelne Punkte einzugehen, weil ich kann nicht alle möglichen Sachen wissen oder besprechen. Oder an die Basis. Wir brauchen einen würdevollen Umgang mit dem Mensch von Anfang bis Ende. Und alles, was dazwischen ist, ist machbar und damit auch ein Stück weit finanzierbar, ja? Wenn man die Prioritäten anders setzt. Wenn wir sagen, wir sind ein reiches Land und wir kriegen diesen Reichtum, den wir wirtschaftlich haben, auch zu den Leuten. Und das findet ja nicht mehr statt. Deswegen reden wir von Altersarmut. Deswegen ist die Rente bei 48%, während sie in Österreich deutlich drüber ist. Wir reden von prekären Arbeitsverhältnissen. Wie kann das sein, wenn die Wirtschaft floriert? Da ist irgendwas falsch gelaufen. Nein, wir würden Kapitalismus keine Ja sagen. Wir brauchen eine soziale Marktwirtschaft, die sich das Thema sozial kümmert. Und das muss die Politik schaffen. Wir sind in der Lage, genauso wie wir andersrum diese Gesellschaft geschaffen haben, die wir jetzt haben, die ist ja durch politische Entscheidungen entstanden und deswegen krankt sie. Genauso können wir durch eine andere Politik diese Gesellschaft auch wieder gesunden. Das ist natürlich auch ein Prozess. Wir werden nicht innerhalb von 4 Jahren keine Probleme mehr haben, das ist klar. Aber wenn man sagt, wir haben einen Prozess, da ist die letzten 30, 40 oder je nachdem 50 Jahre was schiefgelaufen und wir fangen an, ihn zu ändern, dann haben wir eine Chance, dass wir irgendwann auch sagen können, guck mal, was wir Tolles draus gemacht haben. Weniger Leute, die in irgendwelchen Kliniken vor sich hin vegetieren und so weiter. Weniger Kinder, die in irgendwelchen Verhältnissen groß werden, wo man sagt, hey, die müssen unbedingt in die Kita. Und. Aber wir müssen den Anfang setzen. Und den Anfang setzen wir nur, wenn andere Parteien in den Bundestag kommen. Ich stehe hier. Jetzt sagen Sie mir, an welchem Punkt ich nicht versuche, wenn ich ein Vorbild zu sein. Also, dann ist doch klar, wir brauchen Vorbilder. Aber die müssen sich hier hinstellen, die müssen in eine Kamera gucken, die müssen eine Homepage haben. Und andere Leute müssen dann Mann und Frau genug sein, zu sagen, ich wähle den von der ÖDP, auch wenn sie nicht in den Bundestag kommen, weil der Recht hat und nicht, weil er nett ist. Ich habe aber meinen Teil getan, um aufzuklären, zu informieren, Leute mit einem kritischen Denken auszustatten. Das ist mein Teil, was dabei rauskommt. Weiß ich nicht, aber ich will abends in den Spiegel gucken und mit mir zufrieden sein. Weil ich bin für mich verantwortlich. Ja, und als Christ bin ich da noch mehr für mich verantwortlich, weil ich eine Hierarchie sozusagen habe, wo ich sage, wenn ich in den Himmel kommen will, dann muss ich zwangsläufig mich in einer bestimmten Art und Weise verhalten und kann nicht bestimmte Positionen übernehmen, nur weil es um Macht geht. Und das unterscheidet mich sicherlich von dem einen oder anderen Politiker.
Der Einzelne muss sich entscheiden, der Einzelne hat eine Stimme. Wenn jeder abstimmen würde, statt seine Stimme wegzuschenken und spazieren zu gehen, dann hätten wir schon längst vor Jahren oder Jahrzehnten eine andere politische Landschaft, die mit Sicherheit näher dran wäre an dem, was ich gerne hätte, was Sie wahrscheinlich gerne hätten, weil Sie sich mehr dem Gemeinwohl verpflichten würden. Da kann ich am meisten aufräumen, da kann ich am meisten gerade biegen. Das sind so viele Grundsätzlichkeiten, über die die anderen nicht reden. Was sagt die CDU? 2 Euro mehr Kindergeld. Es geht jetzt wieder um Maniküre. Ne? Das Gesicht ist versaut, aber wir schmieren ein bisschen Creme. Das ist das, was im Moment passiert mit dem, was andere Parteien versprechen.